So, es geht weiter mit unseren Schulfüllern. Hier haben wir 36 Schulfüller. Diesmal im ersten Durchgang diese 9 verschiedenen Pelikanfüller. Die Firma Pelikan ist die, die sich am intensivsten mit Schulfüllern auseinandergesetzt hat. Hier haben wir den Pelikan 120 aus den 50er Jahren. Das einfache Modell von Pelikan, das Normalmodell, hatte diese typische Binde. Dann kommt wohl der bekannteste Schulfüller überhaupt, der Pelikan Pelicano. Hier in der typischen Ausführung mit Aluminiumkappe und blauem Schaft. Dann das etwas neuere Modell. Erkenntlich hier an dem Tintenfenster am Schaft. Und dann kommt der Pelicano aus dem Jahr ungefähr 2000 und jetzt der Pelicano, der heutige aktuelle Pelicano. Hier zwei weitere Schulfüller von Pelicano, nämlich der Griffix und der Twist. Dies ist ein namenloses Modell, allerdings auch so in dieser typischen Schulfüllerform, und das ist das momentan preiswerteste Modell von Pelikan, der Happy Pen. Also hier haben wir, wie gesagt, von 1950 bis zur aktuellen Form haben wir eine kleine Übersicht über die Pelikan-Füllhalter. So, hier also der bekannteste Schulfüller überhaupt, der Pelicano von Pelikan. Hier sehen wir das Pelikan-Emblem. Wir sehen die Kappe eigentlich ohne richtigen Clip, aber mit Wegrollsperre. Der Füllhalter selber rollt auch nicht. Wir sehen hier das Tintensichtfenster und der Füllhalter benutzt normale Standardpatronen, entweder in dieser langen Form oder in der kürzeren, also mit Standardpatronen, die überall erhältlich sind. Okay, und wir gucken uns an, wie dieser Füllhalter schreibt. Wir hatten gesagt, wir nehmen das Wort Hallo. Die meisten Schüler hatten mir gesagt, wenn sie einen Füllhalter ausprobieren, schreiben entweder ihren Namen oder Hallo. Ich hatte auch gedacht, dass ich einige Schüler einfach mal, einige Kinder befrage und sie diese Füllhalter ausprobieren lasse. Dann geht es natürlich ein bisschen schneller, wenn die nur Hallo schreiben und nicht ihren ganzen Namen. Das Vorgängermodell davon ist dieser Pelicano. Wir sehen, diesmal mit einem richtigen Clip, die Kappe, wie das bei den meisten Pelicanos ist, aus Metall. Und wir sehen, dieser ist zwar rund, aber rollt nicht leicht. Hat hier eine ganz kleine Griffmulde. Dadurch, dass er durchsichtig ist, brauchen wir kein Tintenfenster. Wir sehen, hier sind zwei Patronen drin, die noch gut befüllt sind. Und wir gucken uns einfach mal an, wie der jetzt schreibt. Im Grunde, na, das sind jetzt minimale Unterschiede. Im Grunde schreibt diese Feder fast noch ein bisschen weicher als... Nee. Es ist im Grunde das Gleiche. Also die perfekte Feder. Wir gucken uns jetzt das Vorgängermodell an. Dieser silberblaue ist im Grunde der typischste Pelicano. Dies ist zwar auch nicht das ursprüngliche Modell, es gab noch einen, der hier oben eine runde blaue Kappe hatte, aber wir gucken uns jetzt den hier an und
Wir schreiben wieder. Hallo, die Feder ist etwas feiner, aber schreibt sich auch perfekt. Also, der Pelicano war immer schon ein guter Füllhalter. Wie gesagt, hier noch ein zweites Tintensichtfenster. Hier schon eine angedeutete Griffmulde. Hier kann man dann immer gleich sehen, ob auch die Ersatzpatrone drin ist. Wir sehen die Kappe mit Clip. Der Füller selber, na, der rollt noch ein bisschen. Aber, wie gesagt, schon damals ein perfekter Schulfüller. Hier der typische silberblaue Pelicano. Und wir gucken uns an, wie der schreibt. Auch wenn man es jetzt mit den heutigen Pelicanos vergleicht, ein ganz klein bisschen feiner. Auch damals, wie gesagt, das waren die ersten Patronen. Achso, hier ist jetzt keine Patrone drin. Wir packen die Ersatzpatrone rein. Also das waren die ersten typischen Schulfüller mit Patronen. Und jetzt hier das Vorgängermodell aus den 50er Jahren. Dieses ist natürlich noch kein Patronenfüller, eben auch einer, der zugeschraubt wird. Hier nochmal das andere gängige Modell von Pelican mit dieser Zelluloidbinde, die fehlt hier. Und wir gucken uns an, wie dieser Füller schreibt. Eine traumhafte Feder. So, was wir jetzt hier bei diesem Pelican finden, das ist natürlich eine traumhafte Feder. Sie sehen, wie die auf Druck reagiert. Wir gucken uns die nochmal aus den Sehen Sie, wie die sensibel auf Druck reagiert. Sowas, was man damals in dem normalen Schulfüller fand, sowas findet man heute natürlich nur noch bei den besten Füllhaltern. Das war, wie gesagt, der Pelican 120, der Schulfüller aus den 50er Jahren. So, wir haben hier noch vier weitere Pelican-Füllhalter. Hier einer, der praktisch wie ein Pelicano aussieht, aber keine Namensbezeichnung hat. Wenn wir das jetzt hier vergleichen mit dem heutigen Pelicano, dann sehen wir eigentlich ein sehr ähnliches Modell. Und wir sehen, der hat zwar jetzt ein Tintenfenster, aber dadurch, dass hier alles durchscheinend ist, bräuchte er es eigentlich nicht. Und wir gucken uns nochmal an, wie der schreibt. Ähnlich wie die anderen Pelican auch. Also Sie sehen, die sind also sehr ähnlich. Die Kappe von dem hier passt, die ich hier eben irrtümlich draufgesetzt habe, die passt also auch. Also das scheint also ein Sondermodell von Pelican, des Pelicano zu sein. Jetzt gucken wir uns gleich noch diese drei weiteren an. So, jetzt kommen jetzt hier noch drei weitere Pelican-Füllhalter. Diese Griffmulden haben sich bei vielen Schulfüllern durchgesetzt.
In den vorherigen Videos habe ich ja schon meinen eigenen Füllhalter vorgestellt. Also ich bevorzuge einen runden Füllhalter, bei dem man praktisch die Haltung frei wählen kann und man nicht so festgelegt ist. Dies ist scheinbar das Linkshändermodell, also eigentlich soll hier der Zeigefinger eben entsprechend hinkommen, so, oh, in der Art. Aber wie gesagt, da hat jeder seine Vorlieben. Ich werde hier dann hoffentlich auch noch ein paar Kinder zu Wort kommen lassen, die dann ihre Meinung dazu kundtun. Aber wir sehen, alle Pelikan-Füllhalter ausgezeichnet mit sehr schöner Feder, die absolut leichtgängig übers Papier geht. Twist, wir gucken uns mal an, wie die schreiben. Also im Grunde die gleiche Feder, die sich auch in einem Pelicano wiederfindet. Es ist also hier kein Unterschied, auch dieses ein ganz normaler Patronenfüller hier mit der großen Standardpatrone. Dieser rollt natürlich nicht vom Tisch, die Kappe hier auch kaum, bei diesem hier ist es ähnlich. Die sind also sehr schön sicher, was das Runterrollen vom Tisch angeht. Über die Griffmulden kann man sich streiten. Für mein Gefühl ist natürlich der runde Füllhalter am besten geeignet, aber das hat sich hier nun schon bei vielen Schulfüllern durchgesetzt, dass diese Griffmulden vorhanden sind. Wir haben jetzt hier noch einen, das preisgünstigste Modell von Pelikan, das ist dieser hier, der Happy Pen. Man hört es schon am Ton, der schreibt jetzt nicht ganz so schön. Wir gucken uns gleich mal an, woran das liegt. Wir sehen hier beim Pelicano vorne an der Federspitze die aufgesetzte Kugel, die das Schreiben erleichtert. Hier beim Happy Pen sehen wir, das ist natürlich jetzt wesentlich preisgünstiger zu machen, so eine Feder. Wir sehen, dass das Material vorne einfach zu einer Kugel gepresst wurde. Das ist also jetzt von Pelikan der preiswerteste Füllhalter. Man sieht, er schreibt zwar auch gut, aber da sollte man eben nicht zu sparsam sein. Also einer von diesen gängigen, wir gucken uns das hier an, der Twist, Pelikan Twist hat diese aufgesetzte Spitze. Wir gucken uns den Griffix an. Alle haben die. Und wir gucken uns hier noch, wir gucken uns noch einen weiteren, diesen Pelikan an. Hier, Sie sehen, wie viel Mühe man sich normalerweise eben mit den Federn gibt. Also diese Spitze, diese abgerundete Kugel vorne, die erleichtert das Schreiben ungemein. Okay, das war also unser kleiner Überblick über die Pelikan-Schulfüller.